Rams. Na, ist es denn? Klappt doch. Alter, und wenn das jetzt noch der Zielfisch ist, da wäre der Oberhammer. Na, kommt er an. Und es ist der Zielfisch. Rapfen, Alter. Alter, mega gut. Der Rapfen am Wolchow. Der Garibaldi hat das letztens im Stream gesagt. Er meinte, Algen, geht doch mal zum Wolchow auf Rapfen. Da hab ich gesagt, was, Rapfen? War ich doch die Tage erst schön beim Schleppen zwischen den Inseln. Schön gesucht. Ja, nix zwischen den Inseln. Hier, Alter, direkt am Anleger, direkt an der Base. Zack, auswerfen und gib ihm. Sowas ist das. Ei, 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 ei. Und ich teste, ich habe schon jetzt den dritten Tag jetzt hier, bin ich hier und teste. Also nicht heute, sondern jetzt die letzten drei Tage war ich immer mal wieder kurz hier und habe ein bisschen rumprobiert. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, probier nochmal, das Wetter ist ganz gut, es ist ein bisschen Sonne, es ist trotzdem nicht ganz so warm. Und ich teste jetzt gerade das Gieren. Ich bin ja hier mit einem Topwater unterwegs, giere hier langsam durch. Und langsam, ja, ist so relativ. Also Rapfen, zack, Rapfen mag es ja eigentlich auch immer mal gerne recht schnell. Und bei dem ganz Schnellen ist es aber, glaube ich, hier für die leichte Strömung und auch für den Köder ein bisschen. Also wenn ich hier mit 50 durchballer, ist es zu schnell. Wobei, ich mache jetzt gerade 40, also eine Drehung. Einholgeschwindigkeit 40 plus Shift ist doch noch recht schnell, ne? Aber vielleicht nicht so super schnell. Also dieses ganz schnelle Durchballern, was auch am Yama manchmal funktioniert, das habe ich jetzt hier nicht. Vielleicht geht auch 50, ich teste das mal, 50 ohne Shift. Eine Drehung. Ich will halt wieder in das Gieren rein. Da sind wir drin. Das ist mir halt wichtig, dass wir ins Gieren reinkommen. Und dann locker durchziehen den Topwater. Und dass es dann reinballert. Ich hatte hier in den letzten Tagen, wo ich es getestet habe, bei leichtem Regenwetter, sofort Hecht. Hecht auf dem Köder. Und was ich natürlich auch getestet habe, es gibt ja die Qualifikations-Challenge. Fangen Sie eine Rapfentrophäe. Da ist er wieder. Fangen Sie eine Rapfentrophäe mit einem Blinker vom Land aus. Rapfen liebt aber regelrecht die Topwater. Das heißt also, das Ganze mit dem Blinker ist schon übelst tricky. Aber ich sag mal, es könnte funktionieren. Also jetzt im Moment, muss ich sagen, bin ich hier schon echt angetan. Ich hatte auch zuletzt hier rumprobiert, da war direkt einen 6 Kilo Rapfen drauf. Übelst, zack, übelst lukrativ natürlich die Rapfen. Ja, wie man jetzt hier die deutlich größeren bekommt, kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe ja mit den Hakengrößen und so schon rumprobiert und getestet. Ob das jetzt irgendwie nur an den Haken liegt oder am Köder, schwer zu sagen. Oh, wir haben gerade mächtig Sturm, sehe ich gerade. 8 Meter die Sekunde. Ich wundere mich gerade schon, wie die Schnur hier durchhängt. Aber ich glaube, es klappt noch. Ja, also wie gesagt, ich glaube, letzten Endes bleibt einem nur durchziehen, durchziehen, durchziehen. Immer wieder probieren und mit Glück vielleicht ja dann beim richtigen Wetter, mit der richtigen Temperatur, dem passenden Köder. Ich zeige das Setup natürlich gleich auch nochmal, dass man dann die Chance hat hier auf die Rapfen Trophy. Fehlt mir immer noch nie eine Rapfen Trophy gefangen in bald 7000 Stunden, ja. Einfach noch nie eine Rapfen-Trophy gefangen. Absolute Katastrophe für mich. Aber irgendwann wird es schon. Irgendwann ballert er rein. Also, gucken wir mal eben kurz rein hier aufs Setup.
relativ simpel zusammengebaut. 15 Kilo Vorfach, 15 Kilo Hauptschnur. Die Beluga Bestia habe ich jetzt gerade drauf als Rolle, die ich jetzt eher so für Spinning mitverwende. Ja, 15 Kilo, ich glaube, das ist ganz gut. Wenn man da mal vielleicht noch ein Hecht drauf kriegt mit 3, 4, 5 Kilo, dann haben wir vielleicht mit Glück da keinen Abbiss. Wenn die dann irgendwann doch deutlich größer werden, die Hechte, dann können die natürlich auch da das Vorfach durchbeißen. Aber wann fängt man schon mal so einen Riesenhecht? Von daher gehen wir das Risiko einfach ein. Wie gesagt, mit einem 15 Kilo Fluorocarbon sollte das doch ganz gut klappen. Ja, und auf den Köder gehe ich natürlich auch gleich nochmal ein. Ich muss bloß hier direkt die Morgenstunden schamlos ausnutzen. Aber jetzt kommen hier noch direkt die Barsche rein. Ey. Weg damit. Schauen wir nochmal rein. Walker. Blast Angry Walker. Vernünftige Haken habe ich drauf geklatscht. Sind natürlich nicht zwingend notwendig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier Puschelhaken drauf macht. Warum auch nicht? Augenjäger, der Rapfen. Vielleicht lässt er sich davon noch zusätzlich triggern. Aber ansonsten Angry Walker S8001, also der erste aus der gesamten Serie. Funktioniert super. Wir können das gleich auch nochmal kurz hier vorne im Wasser uns angucken. Die haben eine etwas besondere, eine besondere Art und Weise als Topwater zu funktionieren. Das heißt, das sind quasi sinkende Topwater-Köder. Und jetzt habe ich hier die Barsche auf einmal, ne? Die sinken dann halt nach einer Zeit ab. Wir gucken uns das hier mal an. Ne, man zieht den so durch und wenn man locker lässt, fällt er halt so rückwärts wieder runter. Wie so ein Fisch, der irgendwie gerade keine Power mehr hat. So, und das triggert übrigens auch richtig gut die Hechte. Deswegen ist das immer wieder auch ein guter Köder fürs Hechtangeln. Zum Beispiel am Wolchow, beziehungsweise am Kuori. Da klappt das dann auch immer wieder gut. Das kann man ganz gut machen. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen langsamer und ändere das jetzt nochmal hier. Einunggeschwindigkeit 30. Mit Shift, denn irgendwie war das gerade auf der 40 besser. Jetzt machen wir es nochmal langsamer, ich lasse den mehr absinken. Na, also eine Umdrehung, der schießt nach oben, jetzt sinkt er wieder runter. Jedes Mal, wenn man halt nichts macht, fällt er quasi im Wasser wieder so ein bisschen runter, kommt dann in dieses Trudeln, fällt rückwärts runter und simuliert eben jetzt dadurch diesen kränkelnden Fisch. Und das ist halt jetzt genau das, was wir hier machen. Eine Umdrehung, er schießt wieder an die Oberfläche, er geht wieder runter, schießt an die Oberfläche, fällt wieder runter. Genau das, so wollen wir das machen. Zack, und das triggert dann eben auch die Rapfen. Also tatsächlich gar nicht so schnell durchziehen, damit das funktioniert. Und vielleicht auch gar nicht so ganz weit rauswerfen. Gucken wir mal, dass man da vorne so ein bisschen in den Schatten der Bäume reinkommt. Und schon einer dran. Und sehr schön. Sogar einer mit ein bisschen mehr Gewicht. Ja. So soll das. Und das ist, glaube ich, der erste Hecht, oder? Ja, da ist der erste Hecht. 1 Kilo. Naja. Ja, aber so kann das gehen, ey. So kann das gehen. Gerne mehr davon. Der Garibaldi, wie gesagt, hat hier seine Trophy gefangen. Schmeckt natürlich richtig, ey. Das schmeckt natürlich richtig. Einfach auf entspannt. Rapfen-Trophy vom Land. Ja, und das Gleiche, ich habe es auch schon probiert, mit Blinkern. Das heißt also, wenn ihr euch den Walker anschaut und ihr könnt vielleicht noch gar nicht Topwater machen, wollt aber trotzdem mal probieren, man kann das auch mit Blinkern testen. Da würde ich dann sagen, Blinker, die vielleicht ähnlich sind von Form und Farbe. Heißt also schlank, bläulich, silbrig-bläulich. Aber wie gesagt, wichtig, eine schlanke, längliche Form, dass man sowas in der Art sich dann besorgt und mit so einem Köder dann vernünftigen Haken natürlich auch drauf machen wieder, dass man dann versucht mit so einem Köder, ähnlich wie das jetzt hier, so dieses intervallmäßig, auch mit dem Blinker zu machen. Hat bei mir auch schon funktioniert, hatte ich auch schon einige Rapfen drauf. Tja, was man jetzt noch machen kann,
probieren. Weiter verschiedene Entfernung testen, verschiedene Winkel testen. Die Strömung geht ja jetzt hier so links runter. Das heißt, man kann natürlich mal mehr mit der Strömung ziehen. Man kann auch mal gegen die Strömung vielleicht so in Richtung der Burg da hinten mal werfen oder so. Also verschiedenste Bereiche testen auf den großen Rapfen. Ich hoffe einfach immer noch drauf. Und ich habe auch schon überlegt, ob man hier nicht einfach mit dem Boot langbrettern kann. Einfach in dem Bereich dann kreuz und quer. Zack. Ach, herrje. OMG. Wenn da jetzt kein Durchbiss kommt, dann könnte das ein großer Rapfen werden. Oha. Ich mache mal nicht so viel Stress. Ich ziehe einfach nur locker durch, ohne Shift. Heftiger Einstieg. Kann ein Hecht sein. Heftiges Hin- und Her-Schwimme. Ei. Hat Power. Ich gehe nicht höher rein in die Bremse. Ich halte einfach nur gerade dagegen, ein bisschen einkurbeln zu versuchen. Zieht straight up. Ich habe schon ein bisschen Schiss. Da kommt gleich der Durchbiss. Das wird teuer. Ah, zweimal die teuren Etalon-Haken drauf für 60 plus der Köder. Da sind wir schon bei 150 Silber. Ei. Lasst es doch bitte den Rapfen sein und nicht ein verdammter Hecht. Noch ist er auch nicht gesprungen, der Hecht. Wenn es ein Hecht ist, noch ist er nicht gesprungen. Ich halte noch mal ein bisschen hoch. Ist es ein Hecht oder ist es der Rapfen? Die große Qual. Die große Qual für mich gerade, Alter. Bitte lass es doch einfach nur ein Rapfen sein. Einfach nur ein Rapfen und gut ist. Ein schön großer, feister Rapfen. Das wäre der Oberhammer. Eieieiei, ich habe so Angst, dass es gleich Pitch macht. Ah, Fisch, mach mich nicht fertig. Komm ran hier. Ah. Alter, ohne Scheiß Nervenkitzel gerade für mich. Ohne Ende, ey. Ohne Ende. Es wäre so uncool. Wait. Ja, zoom nochmal ran. So. Es wäre so uncool. Komm. Komm. Ich will auch die Bremse nicht weiter hochdrehen. Ich bin schon so im roten Bereich. Ein falscher Anhieb, einmal mehr Bremse, zack, scharfen Zähne vom Hecht und es macht direkt Pitch. Aber ich würde jetzt schon sagen, so lange wie der hier schon zieht, so lange wie der hier auch schon Gas gibt, links und rechts, vielleicht ist es doch kein Hecht, ey. Sonst wäre der Durchbiss doch schon da. Andererseits hatte ich auch schon Hechte bis am Ladogasee, Riesenmonster-Fressköpfe, die dann bis ans Boot rumgeschwommen sind. Und kurz bevor man sie dann ans Boot anheben will, da macht es dann Pitch. Alter, komm ran, komm. Und jetzt an die Oberfläche mit dir. Komm, zeig mir die Rückenflosse. Ah. Jetzt kann ich ein bisschen höher gehen von der Bremse. Da ist sie, die Rückenflosse. Da ist sie, die Rückenflosse. Alter. Schöner Brocken. Großer Brocken. Und komm ran hier. Alter, mit 5,6 Kilo geht er so ab. Heftiger Brocken. Geiler Drill. Bisschen Angst. Bisschen warm ist mir geworden. Aber richtig, richtig geil. Das macht natürlich mega Bock. Wir gucken nochmal eben kurz rein, ob sich das auch lohnt. Eben nach Preisen sortieren. Ja, was soll man sagen? Lohnt sich. Also, sensationell. 10 Minuten jetzt hier gestanden. 100 Silber zusammen. Schmeckt. Kann man also machen. Zieht raus die Rapfen. Zack, schön ein bisschen Spinning pushen. Rausziehen, was das Zeug hält. Petri, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.